One S oder One X? Diese Frage dürften sich momentan viele Interessenten stellen, denn beide neuen Smartphones von HTC haben ihre Vor- und Nachteile. Einer der entscheidenden Unterschiede betrifft das Display. Beim One X, hier oben im Bild, kommt ein sogenanntes Super-LCD-2-Panel mit einer Diagonale von 4,7 Zoll zum Einsatz. Beim One S eine AMOLED-Mattscheibe mit 4,3 Zoll. Beide Bildschirme lassen sich aus einem Blickwinkel von nahezu 180 Grad hervorragend einsehen, normalerweise ein Vorzug, der ausschließlich AMOLED-Bildschirmen mit ihren selbstleuchtenden Pixeln vorbehalten bleibt, in diesem Fall rechts im Bild der des One S. Bei LCDs werden die Bildpunkte hingegen von hinten beleuchtet, weshalb deren Kontraste generell nicht so hoch ausfallen wie bei AMOLED. Doch das One X links steht in diesem Fall dem One S kaum nach. Das liegt an der eingesetzten Technik, die dasselbe Prinzip verwendet wie IPS auf dem iPhone. Im Freien haben beide Modelle aber, wie ausnahmslos alle Mobiltelefone, primär mit dem spiegelnden Display zu kämpfen. Bei genauem Hinsehen kann man einen leichten Vorteil des One S rechts aufgrund der etwas kräftigeren Kontraste erkennen, aber das spielt nur eine marginale Rolle. Und was die Schärfe betrifft, so muss man schon ganz genau hinsehen, um rechts an den Blütenblättern die leicht ausgefransten Kanten auf dem AMOLED-Bildschirm des S mit seiner Pentile-Matrix zu erkennen. Bei diesem Prüfbild erscheinen die farbigen Schriften am oberen Rand auf dem X links etwas schärfer und rechts machen sich die für AMOLED-typischen kräftigeren Farben bemerkbar. Eventuell sichtbare Raster liegen übrigens an der Aufnahme und Komprimierung, die sind im Original nicht vorhanden. Kurzum, das Display des X ist etwas größer, hochauflösender und schärfer, doch die AMOLED-Mattscheibe des S muss sich daneben nicht verstecken. Da muss man schon ganz genau hinsehen, um die Unterschiede aufzuspüren. Im Gegenzug ist das S ein wenig schmaler, kürzer und vor allem leichter. Die Entscheidung kann man also ruhig dem eigenen Geschmack überlassen. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, ist das One X eine gute Wahl. Wer es ein wenig kompakter mag, kann aber auch getrost zum One S greifen.